Zwei Spiele, zwei Niederlagen für den ersten FC Nürnberg. Weil uns das Wohl des Vereins ja sehr am Herzen liegt, mussten wir darauf reagieren und haben Uli Dickmeier zu einer Zwangspause auf der Tribüne verholfen. Er ist jetzt erstmal raus, der Uli. Und wir beide, Flo, machen das hier erstmal alleine heute. Wir wollten uns eigentlich das als kleiner Transparenzhinweis Verstärkung holen. Den schöneren, jüngeren und klügeren Uli Dickmeier, nämlich Wolfgang Glas. Der hat es jetzt aber in 25 Minuten nicht so wirklich hier in die Leitung geschafft. Jetzt haben wir die Nerven verloren, weil ich eine Ente im Ofen habe. Und du dich irgendwann wieder um Kinder kümmern musst und deshalb nehmen wir jetzt alleine auf, während der Wolfgang irgendwo in seinem dörflichen Westmittelfranken wahrscheinlich gerade einen Wäschetrockner oder einen Computer vermöbelt, könnte ich mir vorstellen. Also ihr hört KADEP, den Konsequenz-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir verbunden wie immer Florian Zenger. Hallo. Servus. Bist du noch, halten deine Nerven noch? Schaffen wir noch eine Viertelstunde KADEP oder? Ja, halbe Stunde geht schon. Aber. Hatte ich das gebrochen? Okay, halbe Stunde geht schon. Wir schaffen es ja sonst immer sehr gut, nicht über Fußball zu sprechen, wenn wir über ein Spiel sprechen sollen. Heute sollen wir gleich über zwei Spiele sprechen, deshalb wird wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen Fußball dabei sein. Ne? Ich befürchte es auch. Ja. Wir lassen mal Thomas Korell uns unseren Sponsor vorstellen und dann sprechen wir über das 3:5 nach Elfmeterschießen gegen den Hamburger SV und das 0:2 beim SV Darmstadt 98, während mir Wolfgang Lars Screenshots schickt. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Also, Uli Dickmeier ist raus für heute, hat einfach nicht mehr performt, so wie wir das wollten. Nee, weißt du noch genau, was er macht? Er besucht seine Eltern, glaube ich, heute und hat Urlaub. Wir nehmen auf am Sonntag, den 31.10., Reformationstag. Es ist 16.27 Uhr, meine Computeruhr ist noch in der Sommerzeit hängen geblieben. Wir haben uns auf 16 Uhr verabredet gehabt, weil dann die Zweitliga-Tabelle feststeht. Ja, wie schaut sie denn aus, Flo? Das war ja dein Hinweis. Mir wäre es sehr egal gewesen, aber. Er ist insofern relevant, dass der erste FC Nürnberg jetzt eben nicht mehr Vierter, sondern Fünfter ist, weil der SC Paderborn 4:2 in Karlsruhe gewonnen hat. Das habe ich tatsächlich mitbekommen, weil sie innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viele Tore geschossen haben, diese Paderborner. Ja, und dann plötzlich, also Karlsruhe hatte dann sogar noch einen Elfmeter beim Stand von 4:2 zugesprochen bekommen. Und den hat aber dann der Videoschiedsrichter, der Videoassistent angemahnt, dass man ihn doch zurücknehmen müsste. Und das ist dann auch so passiert. Fabian Schlossen, habe ich gesehen, hat ein Tor geschossen und ein offenbar Traumtor muss Hanno Behrens gelungen sein beim Erfolg. Sehr schönes Ding. Ja? Ja. Schöner Schlenzer in den Winkel. Ja, herzlichen Glückwunsch, Hanno Behrens. Damit Düsseldorf weiter im Mittelfeld gehalten. Ja, auch erstaunlich, wie schlecht diese Fortuna in diesem Jahr performt oder überrascht dich wahrscheinlich wieder nicht. Du warst kürzlich in einem anderen Podcast zu Gast im Rasenfunk. Jawohl. Rasenfunk heißt da, also das Format ist Rasenfunk Kurzpass und der Kurzpass hat, ich glaube, eine Viertelstunde gedauert. Das ist aber durchaus berechtigt, weil die normalen Sendungen im Rasenfunk auch mal 4 Stunden dauern. Also von daher war es tatsächlich relativ kurz. Gott bewahre, wenn dieser Podcast hier vier Stunden, Menschen würden sich selbst verstümmeln und anzünden, wahrscheinlich, wenn wir hier andererseits. Challenge accepted. Nicht heute vielleicht, ne? Wegen dieser Ente und der Kinder. Ja. Ohne die,
ohne die gleichsetzen zu wollen. Aber ja, und da hast du auch über andere Fußballvereine gesprochen und so getan, als wüsstest du auch über diese anderen Fußballvereine mehr als ich über den ersten FC Nürnberg. Ich war sehr beeindruckt davon und davon, wie seriös dieser Podcast daherkam. Es war kein einziger schlechter Gag dabei und keine einzige Nebensächlichkeit. Ja, das hängt halt immer vom Gast ab. Sag's nicht. Ja, okay. Dann. Man tut sich natürlich ein bisschen einfacher, wenn man jede Woche auch immer noch einen Gegner vorstellen muss. Dann kriegt man ja langsam irgendwann so ein Bild von der zweiten Liga. Ja. Und von daher kann man über andere auch noch sprechen. Ehe wir über den ersten FC Nürnberg reden, gestern war es mir mal langweilig und dann dachte ich mir, machst du es wieder Zänger? Und schaust dir Zweitliga-Fußball an und dann spielte da ja auch noch Werder Bremen, kommender Gegner des ersten FC Nürnberg. Und dann dachte ich mir, oh ja, musst du dir die Bremer anschauen und gucken, wie die so spielen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz kapiert, was das für ein System ist. Also ich, größte Schwierigkeiten. Also rein von der Formation her war es tatsächlich so, dass sie... Dreierkette? Genau, sie haben es ein bisschen umgestellt, also quasi so auf 5-3-2, um die Raute zu kontern, die St. Pauli ja auch sehr intensiv bemüht, also viel Druck über die Mitte, also von daher vielleicht auch so eine Umstellung auch schon mit Blick auch auf nächsten Freitag. Okay. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit hat dann St. Pauli halt mit Mackinock so einen Schrank vorne reingestellt und dann war es plötzlich wieder anders. Also da konnten sie dann halt auch mal einen Ball nach vorne spielen und den dann tropfen lassen und dementsprechend war es dann plötzlich wieder so, dass St. Pauli die Oberhand hatte, nachdem in der ersten Halbzeit doch durchaus Bremen da wirklich gut performt hat, fand ich. Also ich habe tatsächlich nur die zweite Halbzeit gesehen und ja, da fand ich auch St. Pauli besser. Besonders stark war es dieser Mackinock, den Ball, glaube ich, vor einem Tor dreimal mit der Hand gespielt hat und trotzdem noch in die Kurve rennt, um zu jubeln. Das fand ich witzig. Ja. Weil keine Bewegung mit der Hand zum Ball, da kann man schon mal jubeln. Ja, genau. Aber heute auch, das ist ein sehr schräger Einstieg, gefällt mir, wir sollen über zwei Fußballspiele sprechen, die stattgefunden reden haben. Reden aber über andere. Reden aber über andere und über eins, das erst noch stattfinden soll. Naja, okay. Dann wollen wir über dieses Pokal aus des ersten FC Nürnberg noch ja, mehr... Ja, können wir gerne. Du hast es ja gleich als Niederlage bezeichnet. Ich wehre mich dagegen, das anzuerkennen. Weil es ein Unentschieden ist. Ach ja. Okay. De facto ist, also klar, Florian Zenger verabschiedet sich live in diesem Podcast von der Realität. Das ist sehr gut. Willkommen in meiner Welt. Da schließe mich sofort an. War keine Niederlage. Welche Niederlage? Ja, doch, oder? Nee. Also rein von den, wenn man jetzt, was weiß ich, historisch von den Annalen her steht da ein 1-1. Okay. Und das gibt dann halt so ein Sternchen hinten dran, wer das Elfmeterschießen gewonnen hat oder ein Klammer auf P oder ein Klammer auf E oder so. Ja. Also dieses Zählen der Elfmeter am besten auch noch aufaddieren im Sinne von, wir haben ein 1-1 und dann zählen wir noch 2 und 4 dazu. So habe ich das in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung gemacht mit einiger Freude. Da hätten wir den Dickmar jetzt gar nicht in die Denkpause verabschieden müssen, wenn das Spiel gar nicht verloren gegangen ist. Das hättest du mir vielleicht vorher sagen können. Ja, der ist ja wahrscheinlich auch irgendwie, der kann dann dafür wieder neue kulinarische Ereignisse oder Erkenntnisse von seinen Eltern mitbringen. Ja, okay, keine Niederlage, hätten wir das schon mal geklärt, trotzdem verloren. Genau, keine Niederlage, aber trotzdem verloren oder trotzdem ausgeschieden. Mhm. Ja, es war ein großartiges Fußballspiel, oder? Richtig gutes Fußballspiel, ja. Nee, ja. War ein richtig gutes Fußballspiel. Also ich hätte jetzt, man schaut ja auch ab und zu mal Bundesliga-Fußball und also gerade unter Beteiligung des Nachbarvereins sind die Spiele meistens deutlich schlechter als dieses Spiel da am Dienstag. Grüße an die Spielvereinigung Fürth, die auch ein Fußballspiel verloren hat. Gestern mit einem sehr sehenswerten Eigentor. Ja. In die Gamble hat er den umgedrängt. Ja. Also, muss man auch erstmal schaffen. Muss man auch erstmal schaffen, aber es wäre nicht der erste FC Nürnberg, wenn es in seiner Historie und Zukunft wahrscheinlich auch mal wieder
das eine schöne Eigentore ähnlich gelagerte Torgelbe, ja. Es war ein Spiel mit zwei schweren Verletzungen. Einmal Tim Leibold, der von Tom Kraus nicht gefoult wird, aber doch hart angegangen wird und sich dabei das Kreuzband reißt und damit den Rest der Saison verpasst. War es ein Foul oder? Ja, also er erwischt ihn schon so, dass er, klar spielt er den Ball, aber er erwischt irgendwie auch das Knie, rammt ihm erstmal hinten in die Kniekehle und dann gleichzeitig nimmt er auch noch so ein bisschen in die Zange das Bein. Also, dass er sogar ganz ohne Foul da rausgeht, ist sicherlich nicht irgendwie rotwürdig oder sonst irgendwas, aber dass da gar nichts ist, ist schon auch. Also für mich war es eins, aber das ist mal, hat halt wahrscheinlich so das Primat des Ballspielens und dann ist es völlig in Ordnung. Und dann, ja. Aber ja, also man hat es zumindest, ich habe ja aus Gründen aufs Stadion dieses Mal verzichtet und habe es dann am Bildschirm hat man ja schon relativ schnell gesehen, dass quasi vieles oder alles im Knie kaputt sein muss, so wie er sich auch, also wie er dann auch am Boden lag und so wie Enrico Valentini dann auch hin ist und mit ihm gesprochen hat, da hat man schon relativ schnell gemerkt, dass es was Schwerwiegenderes ist. Ja, es war eine kluge Entscheidung, nicht ins Stadion zu gehen. Ich musste hin, weil sich der Kollege Diekmeyer krank gestellt hat. Sonst hätte ich es mir auch von zu Hause aus angeschaut, aber so musste ich dann ins Stadion und es war dann schon ein sehr langer Abend. Ich bin dann, glaube ich, um 1 ungefähr daheim gewesen. Dann brauche ich immer noch ein bisschen, bis ich einschlafen kann. Und hatte dann am nächsten Tag gleich wieder Spätdienst. Grüße an meinem Chef. Das ist vielleicht nicht so die ganz geile Planung gewesen, aber naja. Tom Kraus beendet dieses Spiel dann auch nicht auf eine Art und Weise, wie man sich's wünscht, weil der Leibold-Ersatz, Miro Muheim, vielen Dank, ihn zu Beginn der zweiten Halbzeit dann doch sehr hart angeht und sie im Luftduell Kopf an Kopf stoßen. Ja, also er trifft mit seiner Stirn die Schläfe. Also das war schon. Ja, also ich glaube, im Football wäre es fast ein Blindside-Hit. Also wirklich auf die Seite, wo er es auch nicht erwartet. Ja. Und ja, das war, also die gelbe Karte hat er sich da verdient, der Muheim für den Angriff. Ja, das fand ich auch. Also das war, man will ihm keine Absicht unterstellen, aber. Ja, genau. Man will ihm keine Absicht unterstellen. Er war derjenige in der Situation, der die Situation im Blick hatte und nicht nur den Ball. Deshalb. Ja. Aber Tom Kraus wurde sehr lange behandelt, war sehr erschreckend, weil er wohl einige Zeit lang bewusstlos war. Ja, also eben auf den Fernsehbildern sah es so aus, als würde er durch den Treffer mit dem Kopf schon bewusstlos werden und dementsprechend natürlich auch ohne Abfederung auf den Boden aufschlagen. Ja. Also, ja, das ist dann auch was. Es war dann zumindest nicht so, dass man dann irgendwie danach großartig drüber reden musste, dass da irgendjemand gefeiert wird, weil er weiterspielt oder so. Also, ja, glücklicherweise, die Angst habe ich tatsächlich im Fußball immer, dass dann irgendeiner sagt, komm, 10 Minuten gehen noch, bis der Nächste fit ist oder sowas, aber genau, also das ist ja sowas, so ein bisschen auch eine Unart und dann auch, was weiß ich, da hat er es nochmal auf die Zähne gebissen oder so. Also das muss einfach nicht sein, gerade weil eben Kopfverletzungen ja wirklich was sind, wo man nicht mit Spaßen muss. Also da habe ich auch in den letzten Jahren viel dazugelernt. Habe früher auch noch Witze über Christoph Kramer und sein WM-Finale gemacht. Das wird inzwischen auch unterlassen, weil es halt einfach krass ist. Ja, man hat früher sehr viel mehr Witze gemacht, die man heute frohen Herzens unterlassen kann. Wie läuft es in eurer Selbsthilfegruppe heute, fragt mich mein Freund Karim gerade. Naja, was sagst du? Wie läuft es bisher? Wie fühlst du dich so in dieser Zweierkonstellation? Ja, also mit dir geht schon. Ja, danke. Das ist ein großes, großes Lob. Es gab, als Tom Kraus vom Platz getragen wurde, dann auch Sprechchöre aus dem Block des Hamburger Sportvereins. Es gab, als Tim Leibold vom Platz getragen wurde, Pfiffe
wohl von Nürnberger Fans. Muss ich ehrlich gestehen, die habe ich im Stadion überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe nur die ermunternden Beifall klatschende Haupttribüne mitbekommen. Aber es gab sie anscheinend wirklich, weil sich der erste FC Nürnberg am nächsten Tag bemüßigt sah, sich in einer Mitteilung von diesen Pfiffen zu distanzieren. Ja, also im Fernsehen war es sehr, sehr laut. Es kann natürlich auch sein, dass die Außenmikrofone halt genauso da oder da eingestellt waren, wie sie, wo halt da die Pfiffe herkamen. Ich glaube mal, es war auch schon so ein bisschen ein Unterschied. Es gab erst die Pfiffe, als er lag. Also es gab ja auch vorher die Pfiffe bei jedem Ballkontakt. Ja. Und man hat halt im ersten Moment wahrscheinlich auch im Stadion gedacht, naja, der versucht er jetzt halt irgendwas zu verkaufen, und dann hat man aber relativ schnell gemerkt, dass nicht, und in dem Moment, wo er dann auf der Trage lag, und dann gab's, dann hat man schon auch den Beifall gehört, und mein Kumpel Andi hat mir dann auch gleich geschrieben, ja, Grüße. Das hat sich der Leibold auch nicht erträumen lassen, dass er nochmal Beifall in Nürnberg kriegt, also von daher muss es diesen Beifall ja auch wahrnehmbar gegeben haben, und dann muss es wohl so gewesen sein, das hat mir dann wiederum mein Kollege Christian, der im Stadion war. Auch da Grüße, unbekannterweise. Der hört es nicht, der mag meine Stimme nicht. Okay, das ist gut. Und der hat mir dann erklärt, ja, also es war dann quasi erst Applaus beim Raustragen, und dann fiel der Name Leibold und dann sei wieder gepfiffen worden. Also, ah, okay. Ja, also aber, wie gesagt, ich habe nur den Applaus wahrgenommen, aber ich höre ja auch nicht mehr so gut. Ich bin ja auch Diskotheken geschädigt, aber ja. Ist zwar ein Fußballstadion, aber muss trotzdem nicht sein. Muss nicht sein. Fand ich dann auch gut, dass man da nochmal ganz klar die Worte findet. Also, dass man sagt, hört mal zu, so geht's nicht. Ja, ich fand es erst übertrieben, muss ich ehrlich sagen, aber dann habe ich auch nochmal nachgedacht und dachte, ja, okay. Besser gleich auf sowas hinweisen und versuchen, das Klima im Stadion angenehmer werden zu lassen als. Ja, also gerade als erster FC Nürnberg, wo man ja doch sehr viel Wert darauf legt, sollte man das dann auch tun. Ja, ohne Leibold geht der HSV in Führung, Treffer nach einer Ecke. Das erste Gegentor in der ersten Halbzeit in dieser Saison im Max-Morlock-Stadion. Hast du mir das oft genug so erzählt? Hast du richtig erfasst, ja. Genau. Okay, dann ohne Tom Kraus, zweite Halbzeit, schafft der Club den Ausgleich und erschwingt sich auf zu einer sehr beeindruckenden Leistung. Hätte dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen, wenn nicht in der regulären Spielzeit, dann in der Verlängerung. Ja, also in der Summe hätte ich jetzt auch gesagt, also wenn es jemand verdient gehabt hätte zu gewinnen, dann schon der FCN, weil er dann halt auch hinten raus nochmal, also der HSV wirkte bis Mitte der zweiten Halbzeit der Verlängerung so, als wäre er der Plattere der beiden. Und dann war aber bei beiden die Luft raus. Also ja. Irgendwann ging dann auch wirklich gar nichts mehr in beide Richtungen. Also so die letzten 10 Minuten war dann wirklich ein so, und wir kriechen jetzt auf dem Zahnfleisch daher. Hat man dann ja in den Spielen am Wochenende auch gemerkt. Hat man dann leider in den Spielen am Wochenende auch gemerkt, ja. Nikola Dovek dann hatte, glaube ich, die größte Gelegenheit gegen den HSV auf den Siegtreffer, habe ich das richtig, dieser Kopfball? Ja, also rein mathematisch oder vom Expected Goals Model her ist der leicht besser als die Tempelmann-Chance in der 90. Aber wo der einarmige Torwart den nochmal erschien. Genau, die war auch ziemlich gut. Oder das war insgesamt, also da hat Lukas Schleimer irgendwie den Turbo gezündet und war nach innen gelegt und Scheffler irgendwie so im Fall noch abgelehnt. Abgelegt und dann. Ablehnen wir auch. Ja, die Chance abgelehnt. Sehr schön. Ja, Lukas Schleimer, wenn du ihn schon ansprichst, der wurde ja doch etwas kritisiert, auch von mir. Aber das gegen den HSV war wieder so ein Hansa-Auftritt, mehr oder weniger. Ne? Ja. Also, da gibt's noch Hoffnung. Sagt der. Ja, auf jeden Fall. Also, alternder Sportredakteur. Der alte. Er hat ja dann auch jetzt am Wochenende nicht nur am Freitag, sondern auch am Samstag gespielt. Also der scheint auch noch Luft zu haben. Und ein Tor geschossen. Wo waren es denn? Pippinsried? Pippinsried, ja. Genau. Die U21 1-0 gewonnen. Ein Tor geschossen, einen Elfmeter verschossen. Ah, okay.
Und Paul Besson hat sein Comeback gefeiert. Comeback nach wirklich eineinhalb Jahre war das, also war da nicht zwischendrin mal irgendwie. Nee, er war dann, also er hat eben, ich meine, war dann so nach dem Einsatz in der U21 ein bisschen angeschlagen, hat dann dafür die keine Spiele mehr gemacht. Auch weil der ist ja das, wie war das? Da ist dann, glaube ich, wieder unterbrochen worden in der U21 und die ist ja dann auch erst irgendwann im Herbst wieder fortgesetzt worden und dann doch abgebrochen worden. Also da gab es einfach wenig Gelegenheiten und dann hat er sich ja im Sommer verletzt. Ja. Und hat bis jetzt dann eigentlich also ein Jahr lang dran zu knabbern gehabt. Und jetzt ist er wieder da und das sah am Samstag schon sehr nach, wir zünden den Turbo und war schon sehr schnell. Ein schönes 1 gegen 1, eine schöne Ablage, also in der halben Stunde. Da drücken wir ihm doch die Daumen, dass er das aus. Bald mal in der zweiten Fußball-Bundesliga, vielleicht nach der jetzt schon bald wieder nahenden Länderspielunterbrechung mal zeigen kann. Elfmeterschießen? Ja. Wollen wir das noch abhandeln oder ist es uns wurscht, weil es ja eigentlich nicht, ne? Oder, ja, ist Glückssache. Weitgehend, also nicht nur Glückssache, also eigentlich muss man auch sagen, also ich möchte zum Beispiel Lino Tempel mal überhaupt keinen Vorwurf machen, weil er nämlich letztlich genau das macht, was man eigentlich machen sollte. Man versucht das Ding unter die Latte zu schweißen. Ah, okay. Ja, oder das Ding unter die Latte schweißen, also so wie Thailand Duman das gemacht hat. Ja. Sehr mutiger Elfmeter, den Thailand Duman. Wollte er genauso. Hat er den mir danach verraten. Bin also ich mir auch sicher. Ich glaube, er streift die Unterlatte. Ich weiß nicht, ob das auch noch im Plan mit drin war, aber oder streift er die Unterlatte? Ja, ja, der geht ja. So, ja. Haut so unten an. Aber er grinste sehr fröhlich und sagte, das war der Plan. Und ja. Bei Lino Tempelmann auch und dann. Ja, da ging es halt dann daneben. Ja. Aber nee, ich glaube, Thailand Duman hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, für Dortmund 2 auch die Elfmeter geschossen und dementsprechend war ich mir bei ihm eigentlich noch relativ sicher, dass er reingeht. Bei wem warst du dir unsicher? Bei Lino Tempelmann dann schon? Oder? Ja. Ja. Echt. Aber das war dann so, das ist halt so dieses, ich denke, das ist eher so Outcome-Bias, weil man halt dann, also ich habe es gesehen und da war die Großaufnahme auf dem Gesicht und dann sieht man wahrscheinlich oft Zweifel, wenn man eh davon ausgeht und es sah ein bisschen so aus und da war ich dann schon so, oh, okay. Aber ist im Elfmeterschießen, glaube ich, oft so, dass man denkt, so, der verschießt jetzt oder irgendwie so. Also, ja, und manchmal wird es bestätigt. Und genau, und dann denkt man meist der Meistervorhersager, obwohl man halt einfach nur immer den Weltuntergang sieht und irgendwann kommt er halt doch. Ja. Karl Klaus, ein okayes Spiel als Torwart und im Elfmeterschießen chancenlos bei allen eigentlich, oder? Bis auf den... Ja, der Sonny Kittel-Elfer, ich meine, da steht er ja sogar nochmal auf, weil er so langsam, das ist quasi der langsame Panenka oder ich glaube auf Italienisch ist es der Cucchiaio, also der Löffel. Mhm. Und es war so ein langsamer Löffel und den hat er dann versucht noch ranzukommen, kam aber nicht mehr ganz dran. Und beim letzten ist er ja auch dran. Ja. Also, ja. Okay. Ich glaube, da ist auch die Einschätzung so ein bisschen von dem ersten Elfer noch geprägt, wo er ein bisschen zu früh sich entscheidet, aber ja, also kann man ja auch, ich meine, wenn er in die andere Richtung springt, hat er, weil er schlecht geschossen ist, von daher. Ja. Es ist halt Elfmeterschießen. Ja. Es kostet den ersten FC Nürnberg zwar kein Geld, aber es bringt ihm jetzt halt leider auch kein neues für den doch etwas unter der Pandemie gildeten Etat. Ja. Aber es sind ja auch andere Mannschaften in der zweiten Runde deutlicher ausgeschieden. Ein großartiges Spektakel. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern. Ich, wie gesagt, ich hatte Spätdienst, musste aber zwischendrin mal das Kind ins Bett bringen. Und als ich dann irgendwie nach 20 Minuten, 30 Minuten einschaltete den Fernseher, stand schon 3-0. Also ist der Club fast noch würdevoller gescheitert in dieser Runde. Nicht nur fast, sondern deutlich. Ja, okay. Also... Ja, trotzdem schade, 120 Minuten Anstrengung und dann muss der erste FC Nürnberg keine 72 Stunden später schon wieder Fußball spielen. Hätte man diese Ansetzung ein bisschen spielerkörperfreundlicher gestalten können, Flo? Ich habe
Ehrlich gesagt, ich habe angefangen zu rechnen. Ich habe angefangen zu schauen, ob man verschieben hätte können, dass es aufgeht, sodass keiner diesen kurzen Rhythmus hatte, weil es ja dann am Samstag auch Mannschaften gab, die Mittwochs Samstag gespielt haben. Die ja dann quasi letztlich, ich glaube, sogar noch weniger Erholungszeit hatten, weil am Samstag ja 13:30 Anpfiffzeit ist. Da geht es ja dann zum Beispiel, ich glaube, wenn ich mir das richtig im Kopf habe, da geht es ja zum Beispiel um St. Pauli. Die aber eigentlich ganz fit gewirkt haben. Ja, fandst du, also ich fand insgesamt. Also die Hälfte, die ich gesehen habe, fand ich, ja, Ja, also, naja. ja, die haben ja auch 120 Minuten gespielt und ich habe St. Pauli jetzt schon öfter gesehen und normalerweise finde ich sie schon dynamischer und noch ein bisschen aggressiver in dem, wie sie. Aber das Okay. kann natürlich auch so ein, ich weiß, dass sie gespielt haben und deshalb nehme ich das jetzt so wahr, Ja, ne? da haben wir heute ein paar im Programm, aber Ja, ja. das ist halt so und dementsprechend, Aber also ihr. du sagst, du hast Ich habe angefangen zu rechnen und hast es angefangen und nicht zu irgendwann einem dann, Ende nee, ich habe gebracht. es dann nicht zu einem Ende gebracht, weil man ja dann auch rumschieben müsste. Ich kam irgendwie so zu dem Eindruck, das Problem war Ingolstadt, dass sie die unbedingt haben wollten gegen Das Dortmund ist fürs. ja, Ingolstadt immer das Problem Ja. eigentlich. Weil sie die ja gegen Dortmund zeigen wollten am Dienstag und weil am Mittwoch ja das Bayern-Spiel war und das Bayern-Spiel musste am Mittwoch sein und ob es dann noch so zu 100% aufgegangen wäre, also mir war es dann ehrlich gesagt zu kompliziert, irgendwann dann Das hört da sich so noch an. Deshalb. rumzuschieben, ob es irgendwie gegangen wäre, dass man für alle die 72 Stunden und was natürlich auch keiner weiß, ist, welche sonstigen polizeilichen Auflagen da vielleicht noch dahinter stehen, das, was weiß ich, Dresden und Rostock nicht am selben Tag spielen dürfen oder keine Ahnung, das Ja, weiß es ich ja ist auch nicht. sehr kompliziert, deshalb habe ich mir das alles gespart und beschimpf einfach die Ja, die DFL, also DFL und die ich fand, Spielplanersteller ja, ich fand es dafür. ganz lustig, dass Robert Klaus dann gemeint hat, ja, wir haben da auch nachgefragt und die haben gesagt, das ist halt so. Also eine bessere Erklärung als das ist halt so, hätte ich jetzt von der DFL eigentlich schon erwartet und wenn es So die erziehe ich mein extrem. Kind. So, das ist die Antwort auf alles. Also nicht 42, sondern das ist halt so. Frag nicht. Frag nicht, Ich ja. bin die DFL der Erziehungsberechtigten. Ja, Ah, aber schön. du erzählst ja auch, dass deine Tochter keinen Spaß auf Geburtstagsfeiern hat. Also das stimmt ja. Ich bin in große Probleme geraten, weil es gestern einen Kindergeburtstag gab, der sehr schön war anscheinend. Aber es in einer zu diesem Kindergeburtstag gehörenden Chatgruppe dann am Abend alle Eltern schrieben, wie begeistert ihre Kinder von diesem Kindergeburtstag waren. Und dann schrieb ich aus Lust und Laune zurück, dass meine Tochter es scheiße fand, was mir einen riesen Anschluss von meiner Frau eingebracht hat, unter dem ich heute noch ein wenig leide. Also keine Gags in Kinder-Eltern-Chatgruppen. Das habe ich gelernt an diesem Wochenende. Ich versuche mich dran zu halten. Dir wäre Noch das nicht passiert, ne? nee, weil ich in keine Eltern-WhatsApp-Gruppen gehe aus Ja, Prinzip. das Problem ist, man geht da ja nicht rein, sondern man wird immer von irgendjemandem eingeladen, also halt einfach dazu Ich gedingst nicht, also und anscheinend die wissen echt. schon, dass ich, also das Okay. läuft alles über meine Frau. Ich glaube, die letzte Gruppe, in die ich eingeladen wurde, war die, wo es um die Hochzeit von meinem Bruder ging. Vielleicht ist es ja bei mir jetzt nach diesem Eklat von gestern Abend in Zukunft auch so, dann Dann hätte es doch was müsste man Gutes. dir Absicht unterstellen, dass du den provoziert hast. Ja, das stimmt. Habe ich aber nicht. Ich wollte einfach nur einen riesen Gag machen, aber naja. Jetzt kann ich es aber eigentlich verlassen, die Gruppe fällt mir gerade auf, weil jetzt ist ja Geburtstag vorbei. Ja. Also, ich meine, zum Geburtstag extra eine Signet, naja. Ich will mich nicht noch mehr um Kopf und Kragen reden. Wie sind wir jetzt dahin gekommen? Wie steigt man denn aus so einer Signalgruppe eigentlich aus hier? Verschwindende Nachrichten, das hätte ich gestern Abend mal gebraucht. Man merkt, dass man in Gostenhof ist, wenn die Eltern Signalgruppen machen, oder? Ja, keine Ahnung. Das ist. Ist auf jeden Fall keine nicht so die Telegram-Gang hier. Nicht, nein. Also, Gruppe verlassen und Gruppe ja, genau. blockieren. Nee, das wäre dann wieder schlechtes Zeichen. Gruppe verlassen. Sehr gut. Okay, hätte ich das gemacht. Grüße an alle Beteiligten. Es war ein sehr schöner Geburtstag. Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Ich weiß es nicht mehr. DFL beschimpfen, DFL Antwort, über die ach ja, DFL, genau, ja, genau, Antwort, über die das DFL. Ist halt so. Ja, egal, sie mussten spielen in Darmstadt genau. Und man hat ihnen die Müdigkeit von der ersten bis zur letzten Minute angesehen. Wäre meine gar nicht so steile These, du sagst wahrscheinlich was anderes. Dass da nee, ich würde schon, also das würde ich schon auf jeden Fall so sehen, also, dass man das gerade hinten, also hinten raus noch mehr, ich glaube nach dem 0-2 war wirklich dann überhaupt durch, kein... Ne? Ja. Da war es durch, weil dann halt einfach keine Kraft mehr da war. Man hat es aber, finde ich, vorher schon auch an manchen Stellen gemerkt und war es natürlich dann auch noch zusätzlich einen Gegner gehabt, der sich wirklich darauf beschränkt hat, einfach nur zu kontern. Und ja, sehr, sehr zynischer Fußball, den Darmstadt ja. da macht. Spielen die das immer so? Oder? Das war, ich fand es eine extreme Ausprägung. Also ich habe mich dann auch, nachdem ich ja in dem angesprochenen Rasenfunk auch mit dem Kollegen aus Darmstadt war, wir haben uns dann nach dem Spiel nochmal zusammen geschrieben und er hat auch gemeint, er hätte schon ein bisschen mehr Aktivität von Darmstadt gerne gesehen und erwartet, aber es sei ja aufgegangen. Es ist schon so, dass das so die extreme Ausprägung war, aber natürlich irgendwie auch so ein bisschen mit dem Bewusstsein, dass der Club sich halt da wirklich schwer tut. Und das natürlich gedanklich auch noch viel, viel anstrengender ist, wenn du eh schon fertig bist. Es war eh anstrengend und dann musst du auch noch einen Gegner zerspielen. Also ja. Das ist halt wirklich nochmal ein Stückchen schwieriger, weil du gedanklich auch immer auf der Höhe sein musst. Du weißt, wenn du einen Ball schlecht spielst, dann kontern die dich aus. Das ist schon nochmal deutlich schwieriger. Auf der anderen Seite ist es, mich hätte es interessiert, wie wenn Darmstadt am Dienstag auch gespielt hätte, ob die das auch so durchgezogen hätten, weil die natürlich viel mehr laufen müssen. Dadurch, dass sie immer verschieben. Also man denkt ja immer, na, mit Ball muss man mehr laufen. Nee, man muss ohne Ball mit dem Verschieben wesentlich mehr laufen als ohne. Und dementsprechend war es dann auch wirklich schwierig, dass man da durchkommt. Und ja, dementsprechend war es dann irgendwann auch um den Club geschehen, nachdem er auch quasi der zweite Schuss schon drin war. Ja, also es gab gar nicht so viel personelle Wechsel. Martinja zurück im Tor, Scheffler für Schuranov und Taylan Duman für Tom Kraus. Tom Kraus, ja. Ja, das war's. Eigentlich hatte ich das überrascht. Oder ich hab ein bisschen am Dienstag habe ich mir noch gedacht, oh, Mats Möller-Deli ist ganz schön fertig, vielleicht kommt da Fabian Nürnberger noch rein und Taylan Duman geht dann halt auf die 10 und ich habe ein bisschen vielleicht sogar mit Kilian Fischer gerechnet, weil Enrico Valentini auch ganz fertig, schön platt aussah, aber der war eigentlich ja, der Einzige. Ja, also ich war begeistert. Das ist, ich weiß gar nicht, welche Note ich ihm gegeben habe. Du hast ihm, glaube ich, einen Zweier gegeben oder so. Ja, das war, oder 2,5 oder dann so. Dann war ich sehr begeistert. Ja. Grüße an Luana. Ja. Ja. Ja, aber war schon, also ich fand, er war wirklich nach vorne sehr mutig. Ja, ich fand ihn jetzt dann in der Rückwärtsbewegung irgendwann nicht mehr ganz so stabil. Aber da könnten wir jetzt sagen, weil Tom Kraus nicht vor ihm gespielt hat, aber dann kriegt man beim nächsten öffentlichen Training wieder Schelden, deshalb hat es sicherlich nichts damit zu tun, dass Tom Kraus gefehlt hat, sondern da waren einfach keine Fehler in der Rückwärtsbewegung bei ihm. Ja, nee, deshalb hat er auch nur 4 von 9 Defensiv-Zweikämpfen gewonnen und in der zweiten Halbzeit nur 1 von 4. Okay. Werden da noch so katastrophal hast du nicht noch irgendjemanden vorgeführt in deinem Text bei Club Fans United? Habe ich das? Ja, ich überlege gerade, was die Zweikampfwerte so insgesamt, ja. Schuber, oder wie spricht man ihn aus? Mario Schuber, ja. Schuber hat 1 von 6 Luftzweikämpfen gewonnen. Ja, okay. Das war in der Luft war das war schon, glaube ich, auch einer der Schlüssel dann zusätzlich zu der Plattheit noch, dass sie halt einfach in der Luft deutlich unterlegen waren. Also das waren 2/3 der Luftzweikämpfe hat Darmstadt gewonnen. Das ist schon auch. Und wenn du das halt gerade so im Mittelfeld oder so machst, wenn du aufbaust und dann doch halt mal einen Ball sichern kannst oder auf der anderen Seite halt keinen Ball nach vorne bringst und Scheffler dann halt auch keinen festmachen kann, weil er halt dauernd in diese Luftduelle muss. Ja. Ja, Scheffler hat auch insgesamt ja nicht so wahnsinnig viele Duelle gewonnen. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie mir Manuel Scheffler gefallen hat. Du hast ihm 4,5 gegeben. Uiuiuiui. Auch nicht besonders freundlich. Ich musste ja die Noten machen, weil Wolfgang Lars, der leider nicht in dieser schönen Runde hier jetzt teilnehmen kann, weil er irgendwo nix. Er war ja in Darmstadt und ich
fand es diesmal wirklich schwierig, Noten zu geben. Noch schwieriger als sonst, was es ist ja wirklich nicht meine liebste Disziplin. Aber sie haben halt so, dadurch, dass sie so gefällig gespielt haben und sich angestrengt haben, aber halt nichts dabei rumkam, war ich ein bisschen, wollte ich nicht so ganz schlechte Noten geben. Kannst du das verstehen oder warst du kritischer bei Club Fans United? Also wir waren am Ende vom Schnitt her, waren wir eigentlich gleich. Also da waren wir bei, also ich bin bei 3,8 rausgekommen und du bei 3,9 und meine 3,8 liegen aber nur dran, dass halt Lukas Schleimer bei mir noch eine Note gekriegt hat und bei dir nicht. Ja. Also letztlich sind wir mehr oder weniger einer Meinung. Haben aber trotzdem die Spieler vollkommen unterschiedlich. Da wo ich einen Zweier gesehen habe, hast du einen Fünfer. Nee, das nicht. Also du hast 2,5, ich habe 3 bei Valentini. Du hast Handwerker 4, ich habe Handwerker 5, weil ich halt die Schuld beim Tor bei ihm sehe und auch vorher schon 2 oder 3 Aktionen. Ich fand ihn halt gegen Manu in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr schwach. Ja. Aber das sind letztlich, dafür habe ich Johannes Geis ein Stückchen besser gesehen mit einer 3 und du bei einer 4. Aber das, es sind Kleinigkeiten und im Prinzip bin ich beruhigt immer, wenn ich so einigermaßen in Richtung von Kicker und Flutsänger komme. Oder ist der Kicker? Der Kicker kommt morgen erst. Ach ja, stimmt. Machen die online keine Noten? Nein, das ist, man soll ja das Ding kaufen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war es so, vor Montag 13 Uhr kam man nicht an die Noten, es sei denn, man hat das Ding gekauft. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass man in der Früh, dass man nur an die Noten kommt, wenn man kauft, aber also ich habe ein E-Paper-Abo, von daher, ich habe es ab 23 Uhr. Ich habe das Passwort vergessen. Naja, ich auch, aber es ist hart kodiert auf mein iPad. Also da kann ich es immer noch gucken. Ah, okay. Aber ich komme nirgendwo anders rein. Also wenn jemand vom Kicker zuhört, könnt ihr mir das irgendwie erklären, wie ich an anderer Stelle auch ans E-Paper komme. Wäre super. Ja, bestimmt. Bestimmt hört uns vom Kicker hier niemand zu. Die machen ja seriösen Sportjournalismus oder so. Ja. Egal. Ja. Um deinen Gedankengang, wie wir draufgekommen sind, so zu vollenden. Vielen Dank, dass du das inzwischen übernimmst und mir meine Gedankengänge also zusammenhältst. Ich fand es wirklich auch schwierig einzuordnen, wie man jetzt das Spiel sieht, weil man eben die Umstände durchaus, finde ich, mit einfließen lassen muss, weil es halt einfach gegen einen Gegner war, der viel abverlangt mental, weil er eben so tief steht und gleichzeitig aber eine Woche Pause hatte und der Club halt nicht. Also ich denke, das muss man mit einfließen lassen in irgendeiner Form. Andererseits darf man natürlich nicht alles draufschieben. Also ich fand schon auch so in der letzten Linie dann relativ ideenlos. Also vorher war es gefällig, aber halt auch, weil der Gegner es natürlich wollte und zuließ. Und auf der anderen Seite dann eben dieses, man kommt eigentlich so gar nicht zu Abschlüssen. Ich meine, die einzige wirkliche Chance war ja dieses Ding, das eigentlich daraus entsteht, dass halt Schuhen einen sehr, sehr ungefährlichen Fernschuss von Valentini prallen lässt. Ja, und dann Scheffler und Dove dann beide das Ding versemmeln. Das ist dann übrigens auch sowas, was ich sehr lustig finde, je nachdem, welchen Anbieter man dann hat, dann hat man da plötzlich einen Expected Goals Wert von 2,13 zum Beispiel, jetzt bei Wisecout, also bei dem Anbieter, den ich verwende. Mhm. Und von diesen 2,13 Expected Goals kommen halt aber 1,5 allein aus dieser einen Szene. Weil alle drei zusammen oder alle addiert werden. Beide, genau. Ja, okay. Das habe ich tatsächlich heute gelesen. Ich glaube, ich habe deinen Text heute gelesen, fällt mir da. Ja, es ist. Ja. Und dementsprechend, also wenn man das dann so ein bisschen anpasst, dann käme man plötzlich wieder auf den Expected Goals Wert, der ja so ungefähr gleich liegt wie der von Darmstadt. Und dann hat Darmstadt aber ja noch ein Eigentor dazu, das auch nicht in den Expected Goals auftaucht, weil das ja kein eigener Abschluss ist. Und ein etwas anfälliges System, diese Expected Goals wirkt. Also zumindest je nachdem, wie ausgefeilt das ist jetzt. Ich habe jetzt aus Spaß mal bei der Bundesliga nachgeguckt und die DFL hat bei den Expected Goals 1,7 zu 1,4, wenn man ein bisschen rundet. Also das ist wahrscheinlich, finde ich jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal realistischer. Normalerweise sind die von Amazon Web Services gestellten Expected Goals auch manchmal etwas seltsam, aber die scheinen halt dann tatsächlich zumindest so eine Variante gefunden zu haben, mit diesen Doppelchancen umzugehen. Ja.
Aber ja, das System, da brauchen wir ja nicht drüber reden, das ist ein Hilfssystem und das sage ich ja auch immer, wir werden in 10 Jahren wahrscheinlich drüber lachen, dass man das irgendwann mal verwendet hat, aber es ist quasi, es ist es wie gibt mit der Menschen, Demo. die jetzt schon drüber lachen, aber Ja, aber das soll uns aus nicht anderen Gründen. Aus anderen Gründen. Ja. Ja, das Es sind ist die, die nach Laufleistung gehen. ein bisschen wie die Demokratie, es ist halt das Beste aller schlechten Systeme. Ja. Okay. Ist das Churchill? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, ich habe Politikwissenschaft studiert, lernt man keine Zitate. Muss man sowas nicht wissen. Ja, ja. Das haben wir ja schon mal gesagt, dass wir das beide studiert haben. Stimmt ja. Sogar bei denselben Leuten. Ja, die wir, eigentlich alle, weil der Gloser und Michael Fischer, die den Förderflachpass machen, die sind ja auch in diesem Dunstkreis groß geworden und haben irgendwas mit in der politischen, Kochstraße oder so. In der Kochstraße, ja. Ja. Eine schöne Zeit, obwohl, naja. Ich war immer möglichst schnell wieder in Nürnberg, wenn ich ehrlich bin. Ich tatsächlich auch. Also das war jetzt, naja. Aber gut, es war jetzt auch kein absolut attraktives Gebäude, diese Kochstraße, dass man da sich gedacht hat, ja, da hänge ich mal noch ein bisschen ab. Das ja, diese, ich habe ja Anglistik auch studiert, die Bismarckstraße daneben, diese drei Türme sind auch nicht besser. Ja. Glaube ich. Ich habe dann immer, ja, immer ist auch gut, wenn es um mein Studium geht. Ich habe dann manchmal in der Jura-Bibliothek, die da ja ums Eck war, ja, die ist gelernt. Schöner. Also. Die ist schöner. Ich glaube, inzwischen ist sie dann auch ein wenig in die Jahre gekommen, falls sie denn noch steht, aber damals die, war... Die steht noch. Ich habe eine ehemalige Schülerin, jetzt Freundin, die Jura angefangen hat, die habe ich mit der... Okay. Seit wann macht sie dieses Jura? Hält sie das durch oder... Sie hat gerade erst angefangen. Ah, okay. Dann viel Glück. Ja, ist berechtigt. Ja. ja. Ich muss schon ab und zu Motivations-WhatsApp schreiben und sagen, BGB ist nicht so schlimm, aber es ist wahrscheinlich wirklich so schlimm. Es ist wahrscheinlich wirklich so schlimm, aber man kann das schon irgendwie. Es ist ja jedes Studium auf seine Art bescheuert und lustig zugleich. Aber beides Lustige bei Jura, naja. Wir geben hier keine Rechtsauskunft oder sowas, stand immer am Eingang. Das scheint sehr wichtig gewesen zu sein, weil. Na, das ist ja fast schon Juristenhumor, oder? Ja, genau. Ich war dann immer geneigt, mal nach einer Rechtsauskunft zu fragen, habe aber damals noch nicht den Mut besessen, um diesen Gag zu machen. Und man weiß ja seit gestern, dass meine Gags eh nicht so gut ankommen. Bist du ja auch eher für Linksauskunft zuständig. Das stimmt allerdings. Habe ich das vorhin schon erzählt, dass ich gestern dieses anscheinend sehr alte Lied linksradikaler Schlager von Swiss und die anderen für mich entdeckt habe und das mir jetzt anhöre. Aber auch das war, naja. Das hast du im Vorgespräch erwähnt. Habe ich im Vorgespräch. Als wir noch auf Wolfgang gewartet haben. Als wir noch sehr, sehr lange auf Wolfgang gewartet haben. Was machen wir denn jetzt noch mit diesem Fußballspiel in Darmstadt? Gibt es irgendwas, was uns in Sorge stürzen sollte oder haken wir das ab und sagen... Ja, wenn sich der Trend fortsetzt, dass man wieder, ich meine, es ist ja so ein bisschen der Gegenpol zum Heidenheim-Spiel gewesen, wo wirklich jeder Schuss drin war und auch durchaus Dynamik nach vorne. Ist das jetzt diese Regression, von der ihr... Ist die Regression zur Mitte ein bisschen, ja das ist richtig, ja. Also, ja, und natürlich ist es auch so, man muss auch sagen, es ist natürlich auch ein Gegner, der mit seiner, fand ich sehr schöne Beschreibung, es ist halt wirklich eine sehr zynische Art, Fußball zu spielen, nämlich, also dann muss ich nochmal Andi erwähnen, wir haben dann auch drüber diskutiert, ob das man ein... Man kann ihn nicht oft genug erwähnen. Nee, ob es ein quasi, es gibt ja diese Zwiespalt zwischen rechten und linken Fußball, also zwischen Carlos Biado und Cesar Menotti. Ja. Der das Menotti beiden, ist links, ne? Menotti ist links, Biado ist rechts und das sind die beiden Weltmeistertrainer von Argentinien, die quasi ganz unterschiedliche Ausrichtungen, der eine sehr rigide, systematisch und eben auch eher zynisch und der andere sehr auf die individuelle Klasse und Stärke pochend. Das ist dann die linke Ausprägung und ob jetzt so eine zynische und destruktive Herangehensweise dann quasi so der und sehr, sehr taktisch rigide Vorgehensweise quasi der rechte Fußball ist und ob dann das die Idee, was er sich Gerd-Jan Verbeek quasi so der linke Fußball ist. Na, aber unbedingt. Und was war dann René Weiler? Ja. Gut. Nächstes SVP-Fußball. Ja, genau. Ja.
Da hatten wir auch mal ein sehr lustiges Gespräch mit ihm. Na, wohl so lustig war es gar nicht. Aber weiß ich nicht mehr, ob das offiziell war oder inoffiziell. Ja, es ging um Flüchtlinge. Naja. Flüchtende. Entschuldigung. Um es auszuführen, ich glaube, die nächsten Spiele, du hast ja jetzt Bremen und St. Pauli und so und alles so in der Nähe jetzt als nächstes. Du hast Bremen, gut, dann Sandhausen ist wieder ein bisschen was anderes. Dann das ist Alois Schwarz für Fußball, der lässt sich nicht nach links oder rechts kategorisieren. Ja, ja, also von daher, ne, also gerade gegen Bremen, glaube ich, könnte es sogar ein bisschen einfacher werden, weil die ja selber Ballbesitz wollen ohne Ende. Also das ist ja die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz überhaupt. Da könnte es dann vielleicht ein bisschen einfacher für den Club wiederum werden, weil er und sehr vielen jungen regionalen Spielern, oder habe ich das richtig in das Erinnerung? Hast du richtig aus deinem Sachlichkeitspodcast von letzter Woche, Jana. Genau. Also welche Zahl hast du da erwähnt? Welche Zahl habe ich da? Also irgendwie. Nee, die haben, also das kann man, ich habe ja so ein eigenes Excel-Sheet, wo ich immer die Einsatzminuten eintrage und dann daraus mir so ein paar Daten ablesen lasse. Also Bremen kommt, das ist schon mit dem Spiel von gestern, vom Samstag, auf knapp 47% der möglichen Einsatzminuten, die durch Spieler im Alter von 23 oder drunter abgedeckt werden. Das ist sehr, sehr viel. Das ist der höchste Wert in der zweiten Liga. Also das. Und dann, wie schaut es da beim Club aus? Der Club ist auch gut dabei, der ist bei 38,4%. Das ist der zweithöchste Wert. Also es treffen quasi die jüngsten Mannschaften, wenn man so will, aufeinander. Und bei den Local Players ist es auch so, dass Bremen hat, also es gibt ja diese Local Player-Regelung, dass du, da gibt es einen Paragraphen in der Spielordnung. Dass du den nicht auswendig kennst, das ist enttäuschend. Ja, wirklich, nächste Woche bist du raus. Lern bitte die Spielordnung noch einmal. Der besagt, ein vom Club ausgebildeter Spieler ist ein Spieler, der in 3 Spielzeiten im Alter zwischen 15 und 21 für den Club spielberechtigt war. Und da ist es so, dass bei Bremen kommen die eben auf 22% der möglichen Minuten, beim Club auf 20%, aber beim Club zählt halt auch Enrico Valentini dazu, weil auf den halt diese Beschreibung zutrifft. Aber insgesamt ist es eben so, dass Bremen schon relativ viel auf junge Spieler setzt, also von diesen U23 Minuten sind 35%, also auf die allgemeinen Einsatzminuten gerechnet, 35% sind dann auch noch U21 Spieler. Also das ist schon viel und dementsprechend junge Mannschaft, Ballbesitzmannschaft, geht vielleicht mehr. Ja, jetzt hast du mich nochmal auf den nächsten Punkt gebracht, den ich ansprechen wollte, auch wenn ich ein bisschen Angst um meine Ente habe, aber den spreche ich noch schnell an, dass da jetzt wieder mal ein Platz im Aufgebot freigelassen wurde, zumal am Ende einer solch anstrengenden Woche, statt ihn mit Lataya, Rosenlöcher etc. zu besetzen. Wundert dich das, oder? Das wundert mich insofern ein bisschen, eben aus den von dir angesprochenen Gründen, dass man sagt, am Ende von so einer harten Woche dann tatsächlich zu sagen, ja, jetzt lasse ich einen Platz frei. Andererseits, der Trainer hat ja quasi sich so auf diesen Kern festgelegt und lässt die anderen auch außen vor. Linus Rosenlöcher hat, glaube ich, in der U21, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch nicht gespielt. Also von daher, bei dem scheint dann auch noch was anders zu sein, aber das weiß ich jetzt nicht. Eine Formkrise. Ja, oder halt einfach Verletzung. Das könnte auch sein. Ja. Genauso möglich und dementsprechend oder er war gesperrt. Das ist genauso möglich bei ihm. Wäre nicht das erste Mal. Aber klar, jetzt ist es dann halt auch noch so, ich weiß nicht, du wirst mehr wissen, wie es bei Esker Sørensen aussieht. Es hieß ja irgendwie auf unbestimmte Zeit und Ich weiß genauso viel wie du, Jochbein. Genau, Jochbeinfraktur. Ja, und keine Ahnung, wann man da wieder Fußball spielt. Er kriegt wohl eine Spezialmaske. Und dann, ja, mit der Maske geht's schon. Ja, wobei das wieder dann bei Kopfverletzungen, aber naja, mit der Maske. Ja, weil dann müsste ja gegen Werder sehr wahrscheinlich Schuber. Müsste Mario Schuber oder, na gut, so theoretisch wäre auch Noel Knote denkbar, der der hat halt jetzt durchgehend U21 gespielt. Also daher weiß ich nicht, wie das dann aussieht. Tja, hätte man Jakov Medic noch.
störe nicht in meinen Wunden. Ja, okay. Mach ich nicht. Heute haben wir sehr viel über Fußball gesprochen. Das hat beweist, dass der Dickmeier sonst derjenige ist, der uns immer wieder zu den Nebensächlichkeiten führt, dass das gar nichts mit mir zu tun hat. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Weil sonst würde ich jetzt mal den Gerich, den ich erstmals in dieser Podcast, Dingsbums, selbst geschrieben habe, vorlesen, wenn du magst. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben ein bisschen über Bremen gesprochen, so halb über Darmstadt. Wir haben Dovedan erwähnt, Valentini gelobt. Alles erledigt, oder? Alles erledigt, eigentlich, bis auf kulinarische Tipps, aber gut, ich habe ein paar Mal die Ente. Eben, die Ente. Die nächste Woche musst du auflösen, wie die Ente war. Ja, das werde ich tun, nachdem ich hier heute noch diesen, wie heißt es, der Gänskrong, den musste ich noch abtrennen, weil der Gänsemörder offenbar dachte, mit dem Mord ist es schon getan und dann muss man den Gänskrong, der vom Mord profitiert, abschneiden. Das war eine etwas blutige Angelegenheit. Aber naja. Okay, dann lese ich mal den Gleich vor und du schreibst mir, wenn du. Sobald ich ihn weiß. Ah, letzte Woche müssen wir vielleicht noch auflösen. Ja, Hans Walitzer. Ich hab's mal oder hieß er überhaupt Hans? Ich weiß es gar nicht, was der Walitzer hieß. Ich habe ihn mal wieder nicht erraten. Dafür weiß ich den jetzt, den heutigen. Aber gut, wahrscheinlich. Ich habe große Angst, dass ich irgendwo seinen richtigen Namen eingebaut habe. Ja, das ist, aber naja, ich lese mal vor. Einen Spitznamen hatte unser Gerich, wie er der heutigen Generation von leistungsorientierten Fußballprofis nicht mehr gut zu Gesicht stehen würde. Trotzdem gab es tatsächlich fast 60 Jahre nach Gerichs größten Triumph mit dem ersten FC Nürnberg einen Clubspieler, dessen Spitzname sich zumindest auf die gleiche Branche wie bei Gerich bezog. Der Gerich war einer, Zitat Anfang, einer jener Außenläufer, die heute ausgestorben sind. Er konnte sowohl Deckungsarbeit leisten, als auch den Angriff ankurbeln. Er war unter dem Gesichtspunkt des heutigen Fußballs ein Mann, der für das Mittelfeld äußerst kampfstark, glaube ich, war und der ohne weiteres auch heute noch beim Club der überragende Mann auf diesem Posten wäre, sagte 1980 der ehemalige Bundestrainer Helmut Schön über den Gerich. Schön hatte im Juni 1944 ein deutsches Endspiel gegen den Gerich gewonnen, allerdings spielte der Gerich da nicht für den Club, sondern für den Luftwaffensportverein aus Hamburg, wohin er im Krieg versetzt worden war. Gerich spielte dieses Endspiel, obwohl er kurz zuvor an Gelbsucht erkrankt war. Nach dem Krieg kehrte Gerich zurück nach Nürnberg, mit dem Fahrrad übrigens aus Hamburg, und zum Club und war dort nicht nur seiner sportlichen Leistungen wegen wichtig, sondern auch, weil er wusste, wie man einen ganzen Ochsen organisierte, zerlegte und nach Nürnberg brachte. In seinem größten Spiel nahm Gerich einen deutschen Fußballhelden aus der Partie und begann bald danach eine Wanderschaft durch Fußball-Deutschland. Gerich spielte am Millerntor und in Bremerhaven, wo er dann auch zum Trainer wurde. Auch in dieser Funktion blieb Gerich ein Wanderer. Er trainierte Mannschaften im Norden, im Westen und gewann in Österreich das Double. Während seiner Zeit in der Bundesliga und bei Werder Bremen verpasste der Trainer Gerich ein legendäres, du hast es schon wieder erraten, ein legendäres Spiel, das mitverantwortlich dafür war, dass im Fußball heute auch von Aluminiumtreffern gesprochen wird. In Franken arbeitet der Gerich auch noch als Trainer, allerdings zunächst einmal bei der Spielvereinigung aus Fürth, mit der er knapp die Aufstiegsrunde zur Bundesliga verpasste. 12 Jahre später landete er beim Club und sollte den drohenden Abstieg verhindern. Das gelang nicht, dafür traf er auf einen Teppichkönig, einen nicht ganz so gut gealterten Weltmeister und einen legendären Belgier. Gerich schaffte den direkten Wiederaufstieg nur um 3 Wochen vor dem Saisonstart und nach Differenzen mit der Vereinsführung zurückzutreten. Ein Vizepräsident, dessen Cousin der Gerich war, fasste den Abschied so zusammen: Bei uns geht es zu wie im Zirkus. 6 Jahre später starb der Gerich und heute liegt er auf dem Nürnberger Westfriedhof begraben. War es zu einfach oder zu schwierig? Gut. Ich glaube, der ist gut. Also der Spitznamenhinweis war für mich entscheidend. Ja, das da. Und da dachte ich auch die ganze Zeit, dass ich das mal statt Gerich irgendwo schreibe. Aber, ja.
Also das heißt, du hast auch den anderen Spieler mit dem Spitznamen aus der gleichen Branche sofort. Ja, ja, jetzt kann ich nicht über ihn reden, weil ansonsten, aber eigentlich wäre er nach diesem Wochenende mal wieder dran. Ja, okay. Aber gut. Beim nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal sind wir hier hoffentlich wieder zu dritt. Wir schauen mal, ob... Dann wird es auch nicht ganz so seriös. Ja, das war jetzt heute schon wirklich sehr seriös. Ne? Ich glaube, meine ganzen Schüler haben alle schon abgeschalten. Die hören es nur für den Schmarrn. Ja, oder sie sind halt dran geblieben, weil sie sich gedacht haben, irgendwann muss doch jetzt der Scheiß kommen. Und dann kommt er einfach nicht. Also Grüße an euch. Wir sind hier ein seriöser Fußball-Podcast und nächste Woche ist der Dickmeier wieder da oder der Lars oder irgendjemand. Vielen Dank, Flo. Tschüss. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.